außer sie benutzen, wenn wir ein Giveaway machen, jetzt in dem Falle zum Beispiel gerade für Seelengewinn oder wenn wieder Spiele verlost werden, dann kannst du die als Einsatz benutzen, beziehungsweise musst du auch als Einsatz benutzen. Oder für unsere Seelenjagd, damit kann man... Oh wow, jetzt habe ich den Einstieg verpasst, läuft. Oder für unsere Seelenjagd, die wir haben, da kannst du die auch als Einsatz benutzen und hast dann die Möglichkeit, halt neue Seelen dazu zu gewinnen. Wow. Romiat. Ja, bitte. Wow. Was denn jetzt? Du hast mich gerade irgendwie... Irgendwas hast du gerade gemacht, was mich zurückgeworfen hat. Lol, okay. Ich hatte aber nur einen Haken. Damit habe ich... Nee, nee. Ich aber genau wie du... Wie du an mir vorbeigelaufen bist, gab es bei mir eine Explosion. Okay, weil ich habe ja eigentlich den Haken bei Max benutzt gehabt. Hat er auch. Das Ding. Ach, ist auch schon sehr witzig. Rumiat läuft an mir vorbei und es gibt eine Explosion und ich bin raus. Ei, scheiß Kisten. Oh. Ach, zeigt Maxi damit seine Kisten an. Schön, dass du da reinspringst. Nein. Was wächst du denn da uns gelassen, Robert? Ich? Du bist schuld. Wir beide. Wir beide. Nein, du bist schuld. Du bist schuld. Du warst es, ich hab's genau gesehen. Da sind wir beide dran. Nein, schuld. Du bist, nur du bist. Och, tschüss! Der war richtig gut platziert, ey. Der war richtig gut platziert, ey. Na, Patrick. Was bei Ihnen in der Stadt standen wohl an den Auffahrten zur Autobahn rum 20 Polizisten mit Maschinenpistolen bewaffnet, weil jemand da in Münster eine Sparkasse überfallen hat. Was man so alles verpasst, wenn man arbeiten geht. Wow. Wie war das gestern? Gestern? Da gibt's gestern eine Weihnachtskarte. Mach hinne, Mädchen. Oh ja, Entschuldigung. Da gibt's eine Weihnachtskarte. Gestern, wie ich vom Zahnarzt zurückkam noch, rief mich dann meine Mutti kurz danach an, meinte, ist bei dir alles in Ordnung? Ich meinte, wieso? Ja. Naja, da stand ein Krankenwagen mit Blaulicht bei dir vor der Tür. Ich meine, ja, den habe ich auch gesehen. Die ist zum selben Zeitpunkt nach Hause gekommen wie ich. Ich meinte, bei mir ist aber alles gut. Dann kriegen sie gleich Panik, ey. Okay. Aber in dem Alter bin ich noch nicht, dass ich einen Herzinfarkt kriege. Ja, obwohl. Boah, der war aber auch fies. Leck mich am Arsch, war der fies, ey. Boah, war der fies. Ich hab die Stachel nicht gesehen, scheiße. Ja. Das merke ich mir, Romert. Alter, hat der weibliche Schneemann Möpse? Was? Gerade richtig gesehen. Muss auf den weiblichen Schneemann achten, der hier so rumsteht. Was für Schneemann? Wir haben auch einen Schneekerl da. Der hat einen Penis. Wundern würde mich das nicht, du. Nein, warum nehme ich dann so hinterher? Unfähig. Ja. Fick you. Fuck you. Schon wieder an der Stelle, leck mich.
mich am Arsch, ey. Boah. Oh, ich geh kaputt, ey. Ach, wo wir bei Arbeit sind, ich muss pennen. Alles klar, Nebo, dann gute Nacht, schlaf schön und bis Samstag. Leute, da stand eine Kiste. Jetzt so ein Haken wäre nicht schlecht. Ich bin gleich da unten. Hallo, ich brauche einen Haken. Ja, so ein Haken wäre tatsächlich nicht schlecht oder irgendwas anderes. Wow. LOL! Den hast du aber geil ausgedutzt. Wo war Max denn? Die hat sich da rangeschwungen. Aua, aua, aua. Fuck! Ficken! Da auf, da auf, da auf! Nein, au, au, au! Nein! Okay, ich bin am Arsch, ich bin am Arsch, ich bin am Arsch. Nein, ich bin nicht am Arsch, doch, ich bin am Arsch. Nein, doch nicht. Hui! Doch, jetzt bin ich. Gute Nacht, Nico. Schlaf gut. Nein, Geronimo. Fuck. Das kostet 15 Euro, Patrick. Ja! Vielen Dank. Ja! Nein! 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 Willst du mich verkackeiern? Den habe ich gut raus. Boah. Ja. Oh, geil. Ich muss noch mal ganz kurz vorhin. Jo, bis gleich. Schönes Game. Das macht richtig Bock, Alter. Definitiv. Das müssen wir eigentlich öfter einbauen, auf jeden Fall. Boah, ich, bin so aufgeregt. Ich müsste pissen. Geh pissen. Ich geh pissen. So, bis gleich. Bis gleich. Mikrofon muted. Ich da mal raus, damit das nicht weiterläuft. Oh Mann, Oh. Dieses Spiel, ne? Weia, 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 ey. Ja, schmeiß doch erstmal wieder den Verdampfer um, Hölzchen. Natürlich. Warum auch nicht? Microphone activated. Oh.
boah, bin ich nass geschwitzt, ey. Alles klebt an mir, meine ganzen Klamotten. Das ist wie nach einem Tauchunterricht. Alter Vater. Ja, das Spiel hat's in sich, du. Uiuiuiuiui. Ich immer noch total komisch finde, also mit dem Charakter jetzt, da kann ich dieses, habe ich auch diesen Balken, der sich auflädt. Wie ich aber vorhin den roten gespielt habe, ich schwöre es dir, ich hatte diesen Balken nicht. Hm. Kann es natürlich auch Zufall sein, aber. Ja. Weißt du, was auch mal so ein geiles Game ist, was so einfach gestrickt ist? Nee. Guck mal nach dem Spiel Brawlhalla. Du bist auf einer Plattform, hast so einen Karate-Kämpfer, die können immer nur zwei Fähigkeiten, treten und schlagen. Du hast da so Waffen rumliegen. Mit diesen Waffen musst du versuchen, die Gegner vom Heels herunterzuschlagen und zu töten oder aber in den Abgrund zu katapultieren. Also es ist wie dieses... War dann den Tag nicht schon mal drüber gesprochen irgendwie? Das weiß ich nicht, ob wir darüber gesprochen haben. Auf jeden Fall, das ist total lustig, das ist kostenlos. Brawlhalla. Das ist genauso simpel gestrickt in dieser Knuffi-Grafik hier, sag ich mal. Mhm. Halt als Kampfspiel. Falls dir Super Mario Brawl was sagt, also Mario Brawl oder wie das da heißt, diese, wo die Karatekämpfer da spielen. Aber das ist total lustig. Nee, das kenne ich nicht, aber mich erinnert das an so die, die alten Spiele, die wir damals auch gezockt haben. Glaub auf dem C64? Oder war das schon Konsolen? Nee, das muss auf. Jeden Fall was Altes. Ich weiß, dass irgendwie diese Sachen wie, ich glaube, Tekken ist so ein Dings, ne? Wo diese. Ja, Tekken ist ja das normale Kampfspiel. Das ist ja wirklich rein Karate und keine Ahnung was. Ohne Spezialfähigkeiten. Ja, sowas. An sowas in die Richtung hat mich das jetzt erinnert, das erste, was ich gesehen habe. Aber ja, klar, kann man das aber. Das nur zu zweit oder kann man das. Nee, das kannst du bis zu vier Spielern, kannst du das zusammen gegeneinander zocken. Alle gegen alle. Alles klar, erstmal. Oder halt zusammen, zwei gegen zwei. Das kannst du auch machen. Aber das ist total lustig. Ich hab's erstmal auf die Wunschliste gesetzt, dann können wir später mal ziehen. Das ist genauso, wie gesagt, wie das hier. Total simpel gestrickt. Aber das macht genauso einen Fun. Weil du halt versuchst, mit allen Mitteln irgendwie zu überleben. Ne? Genauso wie hier. Du rennst um dein Leben und da ist es halt, du schlägst um dein Leben, so ungefähr. Hm. Oh, für das Spiel, für Speedrunner gibt's Sammelkarten. Geil. Bis, echt? Gib mir Sammelkarten. Ja, krass. Ich habe bisher immer nur Errungenschaften hier bekommen gerade. Muss ich mal ganz kurz. Errungenschaften. Die Pink Unicorn Sammelkarte ist 11 Cent wert. Ich weiß gar nicht, was ich bekomme, aber Tatsache. Pink Unicorn zweimal 11 Cent, immerhin. Und diese Roulette 9 Cent, okay. Mhm. Ich habe Rust-Sammelkarten. Die Rust-Sammelkarten sind auch 11 Cent wert. Oh. Und von Dead by Daylight 18 Cent eine Sammelkarte. Wow. Final Fantasy Type Zero 23 Cent für eine Sammelkarte. Jawohl. Jawohl, ja. Hier The Park habe ich auch 25 Cent. Ey, da gibt es mittlerweile Sammelkarten bei The Park. Mhm. Da muss ich das nochmal zocken. Teuer. Da muss ich das nochmal zocken. Oh, wir haben Paramount. Paradox Interactive. Überlegt, ob man es vielleicht nochmal zockt. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob die schreiben ja immer, es sind keine Sammelkarten mehr sammelbar. Kriegst du jedes Mal, wenn du spielst, andere Sammelkarten oder bleibt das bei denen? Du bekommst immer drei Stück. Die anderen musst du dir irgendwie erspielen oder tauschen. Deswegen gibt es auch diesen Markt da. Mhm. Wir haben Paradox Prozente. Es gibt momentan City Skyline, wer Interesse hat, 6,99 €. Hearts of Iron. Da gibt es viele bekannte Spiele. Was ist da, fällt mir ein, ich habe irgendwie noch so komische Gutscheindinger in meinem Inventar. Vielleicht könnte ich die ja raushauen. Die kannst du, glaube ich, nicht raushauen. Die sind nur auf dich abgetrimmt. Nee, ich hab mit Maxin da schon mal. Da habe ich schon mal irgendwann. Maxin habe ich schon welche gegeben. Okay.
Dann ist es aber neu. Also ich weiß, damals konntest du ihn nur für dich selber einlösen. Okay. Servus. Okay, City Servus. Skyline WB. City Skyline After Dark 5,09 € und City Skyline Content Creator Pack Art Deco 4,99 €. Die haben momentan richtig Angebote, sehe ich gerade, von Paradox. Was, wie, wo? Okay. City Skyline gibt es momentan für 6,99 € im Angebot und das Add-on für 5,99 €. Nice. Ah, meine Gutscheine sind schon alle verfallen, alles klar. Wird zu wissen. Nice one. Au, bab, baby, die Bubs, gib, dab, baby, die Bubs. Welches Spiel meint der Patrick? Brawlhalla, habe ich ihm vorgeschlagen. Das ist praktisch, kennst du Smash Bros. Brawl? Also hier dieses mit Super Mario? Nee. Nee, also, nee. Stell dir einfach ein Kampfspiel vor, wo du eine Plattform hast auf zwei Ebenen. 2D, das ist entweder 4 gegeneinander, alle gegen alle, oder 2 gegen 2. Und du musst versuchen, entweder deine Gegner von der Plattform runter in den Abgrund zu hauen. Also praktisch hier wie bei Speedrunner, bis dass der aus dem Bildschirm ist. Okay. Oder aber du musst den so lange draufkloppen, bis dass er seine ganze Energie verballert hat. Das ist genau in der gleichen Grafik wie das hier gehalten, macht aber auch genauso viel Fun. Lol. Kostenlos zur Zeit. Damals hat es Kohle gekostet, mittlerweile kostenlos. Deswegen, das können wir uns auch mal festhalten. Ja. Theoretisch dann schon, Patrick. Theoretisch schon. Käme halt drauf an, was die Mitspieler dazu sagen. Ich spack grad rum. Ja, guck, machen wir mal. Ja, jetzt nicht hier noch die Getränke umschütten. Wow. Das Spiel, was wir jetzt gerade spielen, Dominik, das hier heißt Speedrunner. Genau, und das, was wir gerade meinen, ist Brawlhalla, dieses Kampfspiel, was Onkel 3PO da in den Chat oben geschrieben hat. Brawlhalla. Ah, Tatsache. Ja, kann man da mal rumtesten. Werden wir das nach dem Stream, wenn ich dran denke, runterziehen, noch ein paar andere Sachen und dann kann man halt alles mal durchtasten. Ihr braucht ein benutzt definiertes Spiel. Ich trete natürlich aber auch bald und ich habe Freunde. Echt? Was? Ja.